Das meine ich auch mit Fingerspitzengefühl, das braucht man dann dafür. Bist du schon mal so halb durchgedreht dabei? Ganz liebe Grüße aus Schulzendorf und zwar zum Lehrling des Monats im September. Und ich bin bei WM angekommen, du darfst dich gerne mal vorstellen. Ja, ich bin Leon Schier, 22 Jahre alt, komme ursprünglich aus Schulzendorf, wohne jetzt in Wildau. Ich lerne den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Und heute zum Lehrling des Monats, ja für ganz Südbrandenburg förmlich ausgezeichnet worden. Ist das was, wo du sagst, oh, das macht mich auch ein bisschen stolz jetzt? Ein bisschen stolz macht das einen auf jeden Fall. Wie bist du denn tatsächlich zu dieser Ausbildung gekommen? Ja, also ich habe ja Abitur gemacht, hatte da mich ein bisschen umgeschaut und erstmal was anderes studiert gehabt. Habe mich dann dagegen entschieden und mich weiter umgeschaut und bin dann zu einem Praktikum gekommen. Ja, da habe ich hauptsächlich Solaranlagen gebaut und da sind ja auch alles Elektroniker dabei. Und dann habe ich mich mal mit denen so unterhalten und so und habe gesagt, ja, es macht mir eigentlich Spaß, was handwerklich zu machen, wenn man halt sieht, am Ende man hat was geschaffen. Und dann habe ich mich beworben, habe natürlich geguckt, so, was ist so der beste Ausbildungsbetrieb in der Umgebung. Und dann habe ich mich hier bei Schulzendorfer Elektro oder jetzt SE Services beworben. Na, wir haben ja gemerkt, das ist ein ruhiger, introvertierter Mann, aber bringt halt gut Leistung, also ist auf seine Art halt sehr sympathisch. Hat immer ein ordentliches Auftreten beim Kunden, gegenüber den Kollegen, gegenüber der Ausbildung, Geschäftsführung, wie auch immer. Man merkt, dass er halt strampelt und macht und sich kümmert und das freut uns. Man muss dabei sein, man muss für den Job brennen halt, dann ist auch manche andere Leistung nicht so wichtig. Ja, sonst Grundkenntnisse, Mathe, Physik, ja, sollte schon immer dabei sein. Teamfähigkeit, ja, gibt es auch welche, die lieber alleine arbeiten, das ist aber okay. Also jeder findet so seine Lücke, bei uns zum Beispiel. Ich muss halt wollen, ne? Also man muss wollen, nicht dann bloß hier, okay, Vater hat gesagt, ich muss einen Job machen und den mache ich jetzt hier und die Ausbildung zu Ende, sondern man muss es wollen. Wir können ja mal gucken, wir haben hier einen Schaltschrank, ist das richtig? Ja. Ja. Du hast ein bisschen was vorbereitet, was wir ganz kurz mal machen können, wa? Ja, ein D02-Element, also da kommen D02-Sicherung rein, Schraubsicherung und die dienen als Vorsicherung eben für den Stromkreis. Und wir bauen jetzt den Kollegen ein. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Ja, dann hängt man so ein, macht man eigentlich bei fast allen Bauteilen. Setzt es fest. Jo. Können wir auch schon Leiter hier wieder anschließen. Das meine ich auch mit Fingerspitzengefühl, das braucht man dann dafür. Bist du schon mal so halb durchgedreht dabei? Eigentlich noch nicht so oft. Ich bin eigentlich relativ ruhig. Also ich glaube, wo andere eher, sage ich mal, ein bisschen überfordert sind, dann bin ich dann ein bisschen ruhiger. Aber klar gibt es auch Momente, wo man sich so denkt, also warum geht das Teil jetzt endlich nicht rein? Na klar. So, dann gebe ich dir mal das Mikro. Ja, da ist ein bisschen Spannung hinter. Aber keine Stromspannung? Nee, eher mechanische Spannung. Also, bist du sicher, dass das noch geht? Ja, natürlich. Eine Ewigkeit später. Jetzt bin ich mal gespannt. Bestimmt habe ich eine unlösbare Aufgabe bekommen. Ja, der muss ins Hintere. Ah. Also. Aber siehst du mittlerweile so komplett durch, so, was so welche Systeme sind? Es gibt immer noch Bauteile, die ich halt nicht kenne. Einfach weil ich die noch nie in der Hand hatte oder verbaut habe. Würde ich dich noch fragen, einfach mal so einen Blick in die Zukunft geworfen, was sind so deine Ziele? Erstmal Ausbildung abschließen, ganz klar, ne? Ja, Ausbildung abschließen auf jeden Fall. Ja. Ausbildung gut abschließen. Also mit der Ausbildung hat man auf jeden Fall eine richtig gute Grundlage, wo man drauf aufbauen kann. Was macht denn die Ausbildung aus tatsächlich? Also warum ist das tatsächlich für jemanden interessant, der sich da in diesem Bereich interessiert? Wir bieten alles an, oder fast alles an. Wir haben ein bisschen PV, wir machen PV, nicht jetzt so im großen Stil, aber auch Einfamilienhäuser. Wir machen Verteilungsbau, wir machen Installationen, Schwachstromtechnik, also Brandmelder, Einbruchsmeldeanlagen, Notlichtanlagen, Lautsprecheranlagen. Wir bauen Straßenbeleuchtung, Mittelspannung, also Trafoanlagen, also breit gefächert. Und wer sagt, ich will mit dem Beruf Elektro zu tun haben, der findet halt hier irgendeine Position, die er besetzen kann. Wenn du Jugendlichen, die unorientiert sind, was empfehlen könntest, wie man sich am besten orientiert, was wäre das? Ja, ich war jetzt auch auf der Ausbildungsmesse tatsächlich. Ja. Und da war ich auch sehr überrascht, da waren echt viele Leute da, fast alle Handwerksbetriebe oder nicht Handwerksbetriebe, Ausbildungsbetriebe in der näheren Umgebung vertreten. Da kann man sich immer Informationen holen, Flyer mitnehmen.
Ja. Und ansonsten tatsächlich die Praktika nutzen. Ne? Praktika auf jeden Fall. Und natürlich das Internet auch. Da kann man natürlich auch sehr viel drin lesen. So ist es. Handwerk ist geil, weil. Ja, weil ich das, ich persönlich zum Beispiel sehr mag, wenn jemand sagt, boah, hast du geil gemacht, ohne dich wäre ich nicht klar gekommen. Dir weiterhin alles, alles Gute, ganz viel Erfolg, dass du weiterhin aufgehst in deiner Arbeit. Ja, und heute nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Danke.